wurde Jesus gefoltert und gekreuzigt. Petrus konnte nicht mehr mit ihm reden. Alles war aus und vorbei. Und der Petrus, der immer so stolz auf sich war, war auf einmal ganz klein. Sogar als Jesus auferstanden war, hatte Petrus noch ein mulmiges Gefühl. Jesus hatte kein Wort wegen der Verleugnung gesagt. Bestimmt war er noch richtig sauer auf mich, dachte Petrus. Irgendwann ging er dann zurück in seine Heimatstadt an den See Genezareth. Er begann wieder als Fischer zu arbeiten. Das mit Jesus war für ihn vorbei. Da hatte er keine Hoffnung mehr. Er fühlte sich als totaler Versager. So war es auch noch, als Petrus und einige andere Freunde von Jesus wieder nachts draußen auf dem See waren, um zu fischen. Es war eine schlimme Nacht. Kein Fisch wollte ins Netz. Richtig genervt fuhren sie morgens zurück in den Hafen. Auf einmal sahen sie einen Mann am Ufer stehen. Der rief: "Werft doch mal das Netz ins Wasser!" Plötzlich zappelten eine Menge Fische drin. Da sagte einer: "Das ist Jesus." Petrus hörte das und sprang sofort über Bord. Er wollte zu Jesus, so schnell es nur ging. Als er ans Ufer kam, hatte Jesus schon ein Feuer gemacht. Sie grillten Fische zum Frühstück. Jesus sagte kein Wort. Ob Jesus sauer ist auf Petrus? Es ist wirklich schlimm, wenn man Mist gebaut hat. Da ist alles kaputt. Das Vertrauen, die Gemeinschaft. So saßen sie nach dem Essen etwas hilflos zusammen. Was sollte man schon sagen? Petrus hat das kaum ausgehalten. Aber dann spricht Jesus ihn an. Petrus, hast du mich lieb? Was ist denn das für eine komische Frage? Bestimmt hat Petrus Jesus lieb. Aber will Jesus überhaupt noch was mit ihm zu tun haben? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Der Petrus ist überhaupt kein Angeber mehr. Aber er hat Jesus lieb. Und das ist ja wohl das Wichtigste. Als Jesus dann zum zweiten Mal fragte, wurde es Petrus doch mulmig zumute. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Eine Weile war Stille. Aber dann kam genau das, was Petrus befürchtet hatte. Jesus fragte zum dritten Mal. Petrus, hast du mich lieb? Petrus wurde ganz traurig. Jetzt merkte er natürlich, dass Jesus ihn genauso oft fragte, wie er ihn verleugnet hatte. Und er hatte Angst. Bestimmt würde ihn Jesus jetzt so richtig fertig machen. Würde vor allen anderen sagen, was für ein Versager dieser Petrus doch sei. Ganz leise sagte er: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Was wird Jesus jetzt sagen? Wird er Petrus wirklich fertig machen? Oder wird er Petrus noch mal eine Chance geben? Petrus hatte eigentlich schon keine Hoffnung mehr, dass das mit Jesus und ihm noch mal gut werden könnte. Aber da sagte Jesus: Petrus, sorge für meine Schafe. Sei ein Hirte für die Menschen, die zu mir gehören. Auf einmal fiel eine Last von Petrus ab. Jetzt begriff er. Jesus hatte mit seiner Liebe ganz behutsam all sein Versagen aufgedeckt und es gleichzeitig mit Liebe zugedeckt. Jesus war gar nicht böse auf Petrus. Jesus war gar nicht böse auf Petrus. Er hatte den Petrus immer noch total lieb. Jesus wollte Petrus nicht fertig machen. Jesus wollte Petrus nicht fertig machen.
sondern alles wieder in Ordnung bringen. Ganz liebevoll hat er den Fehler von Petrus angesprochen und ihm vergeben. Ganz liebevoll hat er den Fehler von Petrus angesprochen und ihm vergeben. Da kann man nur staunen, wie wunderbar Jesus ist. Da kann man nur staunen, wie wunderbar Jesus ist. Wie gut es ist, das zu wissen. Jesus hat uns auch dann noch lieb, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Jesus hat uns dann auch noch lieb, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Er vergibt auch uns, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Er vergibt auch uns, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Für Petrus hatte er einen großen Auftrag. Sorge für die Gemeinde. Sorge für die Gemeinde. Auch uns will Jesus gebrauchen. Für jeden hat er einen Platz. Auch uns will Jesus gebrauchen. Für jeden hat er einen Platz. Da kann man nur staunen, wie wunderbar Jesus ist. Da kann man nur staunen, wie wunderbar Jesus ist. Mensch Petrus, toll einen solchen Herrn zu haben. Mensch Petrus, toll einen solchen Herrn zu haben. Es ist toll, zu Jesus zu gehören. Es ist toll, zu Jesus zu gehören.